Rich, 365 bitte. Rich, 365 bitte. Bobby? Ja, immer so komisch. Ich muss das echt. Okay, ciao. Jetzt, ja. Grüezi, Herr Bias. Ja. Also was ist für ein Drucker? Ja. Wo ist das Nadel? Weißt du schon? Ja, das ist Nadel. Das habe ich eingeschickt. Nein. Sind sie noch da? Entschuldigung, ja. Also, wenn ich sie, ich würde mal in den Apps anrufen, also in den Excon, sorry, in der Technikfrage, kann sein, dass es ein Spoolerfehler ist. Ein Spoolerfehler ist ein Spooler, das er hier dazwischen speichert. Das ist absolut möglich. Also, dann wüsste ich, was wäre. Dann haben sie mal in BIOS durch, haben sie auf ECP-Modus eingestellt. Wahrscheinlich können sie in normalen Parallel-Modus einstellen. Also wenn ich den PC aufstarte und nachher von dem Anfang an die Tastaturkombination, zum Beispiel Delay der F2, Press Delay und F2 for Entering Setup, oder? Ja genau, das ist eigentlich das BIOS, das ist die erste Stufe vom PC. Ja genau, die können Sie unter Peripheral Setting können Sie einstellen beim Druckmodus ECP-EPP. Sie müssen ECP-EPP-Modus einstellen, weil der Laserdrucker braucht in diesem Modus, schlafen Sie dort. Also das wird wahrscheinlich... Ja. Ja, jetzt müssen Sie am PC verändern. Hallo. So, da sehen wir Brünn im Arbeiten und Herr. Wenn der Kunde das gleiche Gerät hat, kannst du so mit dem Schnorren. Über den Telefon. Das ist der Herr Bachmann. Das ist der Bachmann. Er ist auch Psychopath. Okay, jetzt kommt der Fall der mit der Arbeit. Der Hopper Schorschi. Das ist das Blümchen. Nicht Psychopath. Der Turbo-Georg. Da komme ich.